Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1602 und wir setzen das Spiel fort und hoffen, dass wir die ganzen Sachen jetzt vernünftig in den Griff bekommen. Also, wir machen gerade eine minimale Menge an Geld, aber wirklich ganz minimal. Haben uns unsere wichtigen Inseln gesichert, was zum Teil der Grund dafür ist, dass wir so pleite sind. Wir haben erwogen, dass wir später vielleicht auf diese Insel umziehen, wenn es um die Gründung und die Erbauung einer Stadt geht. Das haben wir immerhin schon einmal gemacht gehabt, eine andere Insel zu wählen, um zu bauen. Aber ich denke, dafür sollten wir uns die Insel zumindest mal sichern. Das würde ich für vernünftig halten. Also geben wir erstmal Schub und erlauben erst einmal... Der Regen bleibt aus, eure Felder verdorren. Oh nein, all unsere null Felder. Da, hier. Wir erlauben kurz mal die Produktion von Werkzeug. Ich weiß, es geht in unsere Bilanz rein, die ihr durch ein bisschen aufs Maul kriegt, aber wir brauchen das Zeug, um dieses Gebiet hier in unseren Griff zu kriegen. Ja, ich weiß, es wird noch mehr auf unsere Bilanz schlagen. Wir werden da... Nein, wir werden da unsere Stadt direkt jetzt schon hinsetzen. Die hier finanzieren unseren Umzug. Wir hatten, wie gesagt, theoretisch ja auch die Erwägung gezogen, wir könnten bis hierhin expandieren, aber die Stadtplanung hier auf dieser Insel ist einfach eine Plage. Wir können das Gebiet hier viel besser für tatsächlichen Kram benutzen. Und hier machen wir einfach eine neue Stadt draus. Exportieren von hier aus den Alkohol darunter. Gewürze und Gewürzkakao. Baumwolle schicken wir auf diese Art und Weise da hoch. Genau, hier können wir... Wir müssen nämlich mal was rausholen. Wir können diese Insel so lassen, wie sie ist. Wir können nämlich Tabak und Zuckerrohr von dieser Insel beschaffen. Gewürze und Kakao von hier. Und von dieser Insel können wir uns Baumwolle holen. Das heißt, wir nehmen uns die beiden Inseln noch, dann haben wir unser Imperium relativ sicher. Wie viele von euch wollt ihr noch mitbringen? Wie viel kostet der Bau eines Kontors? Die andere Frage. 100 und 15 Teilskosten. 200 haben wir, okay. So, ihr könnt wieder arbeiten. Ei, ei, Captain! Ankerlichten! Setzt ei, ei, neuen Captain. Kurs! Gut. In die Wanten! Setzt neuen Kurs! Wir wohnen hier und wir holen uns auch diese verdammte Vulkaninsel, bauen aber nur nördlich dieser komischen Berge da. Einfach um nicht vom Vulkan erwischt zu werden. Und hier oben können wir uns eine Stadt einplanen. Ankerlichten! Vor allem unseren Bankrott dahinten zu verhindern, der jetzt gleich passieren wird. Denn das ist jetzt gerade eine schwierige Situation. Setzt neuen Kurs. Wir brauchen Geld. Wir müssen wieder rankommen. Werkzeugproduktion stilllegen. Wir werden nicht viel Werkzeug brauchen. Wir brauchen nur genug, um da hinten ein paar Fische aufzustellen. Holzproduktion stilllegen. Okay, wir machen jetzt wieder leichtes Plus. Aber ja, auf diese Insel kommt dann einfach unsere Stadt. Wir können zweckmäßig schon mal den ganzen Platz freiräumen. Holz können wir direkt hier beschaffen eigentlich. Nein, sollten wir nicht. Wir sollten nicht noch mehr Produktionsgebäude bauen, als wir müssen. Hier werden wir uns natürlich ein paar Fischer hinsetzen. Das sind die Produktionsgebäude, die wir hier hinsetzen werden. Aber im Endeffekt ist gerade alles eine Planungsfrage. D
Denn wir müssen schauen, dass wir den Marktplatz können wir bis nach... Den können wir einfach so richtig mittig setzen, damit er wirklich die ganze Insel umfasst. Damit erfüllt er dann hier seinen Zweck. Dann können wir von da aus weiter ausgehen. Die Holzproduktion müssen wir wieder anschmeißen. Wir brauchen Holz. Um die ganzen Einwohner zu kriegen. Wir brauchen Holz und wir brauchen Geld. Kauft ihr eigentlich noch Holz? Nein, wir wollen Tabak und Gewürze haben. Was? Was war das? Ich bin mir nicht sicher und jetzt bin ich verunsichert. Genau, wir produzieren hier aktuell hart über. Aber das ist schon in Ordnung. Das Piratennest ist hier hinten. Bieten uns Nahrung und Ziegel theoretisch, kaufen aber gerade nichts. Die Piraten haben sich ein schönes Nest aufgebaut, das kann ich nicht leugnen. Dampfen unsere Werft ein? Nicht eben nicht nur Haufen Schiffe gebaut haben. Die Werft kostet ja im Endeffekt nicht wirklich was. Und die Schiffe kosten nichts. Das heißt, wir müssen einfach einen Haufen Schiffe in Reserve haben. So. Fangen wir zuerst mit den Fischern. Wir können später neu versetzt werden, wenn wir müssen. Aber für den Anfang... Eure Flotte ist so. Ein stolzes Schiff. Nein! Wollte ich nicht. Ei, ei, Captain! Setzt neuen Kurs. Anker lichten. Gut, wir haben ein Schiff. Können wir Schub geben? Anker lichten. Setzt neuen Kurs. So. Wir können dann später auch hier eigenes Eisenerz einkaufen, damit wir eine unabhängige Werkzeugproduktion aufstellen können. Und vielleicht werden wir tatsächlich zwei Holzfäller stehen haben, für unabhängiges Baumaterial. Das Einzige, was wir beschaffen müssen, dann sind Steine. Von denen wir eigentlich schon ein bisschen was rüberholen können. 30 Tonnen. Mehr fällt auf der Insel aktuell nicht keinen Platz. Ankerlichten! Ankerlichten! Setzt die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! Gut. Wir müssen halt jetzt im Endeffekt einplanen, wo wollen wir den Marktplatz stehen haben. Und ja, ein Marktplatz ist genug für zwei breit, das heißt, wir arbeiten damit. Des Weiteren ist das die Breite, mit der wir arbeiten müssen, um die öffentlichen Gebäude vernünftig reinzukriegen. Etwa so würde ich ihn tatsächlich setzen wollen. Hier ist ein guter Punkt, denke ich. Wir müssen natürlich erstmal abzählen. Sagen wir einfach, wir setzen den an die Achse hier so ran. Wir ziehen hier die Straße auf diese Art und Weise. 1, 2, 3, 4 und bei dem fünften... das Teil dann hier hin. Dann können wir daran abzählen. Also. So, damit haben wir zwei Häuser. Nochmal. Die Dinger sind halt im Endeffekt, das ist halt anderthalb Häuser breit.
1, 2, 3 wären 4,5 Häuser. Ah, verdammt. 1, 2, 3, 4,5 Häuser und noch ein dazu wären 5 Häuser, dann noch ein weiterer. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? 1. Wir setzen einfach so, dass er hier 50 hinpasst. So passen natürlich 2 Häuser ran, aber wenn wir so setzen, passt die Kirche direkt daneben. Oder das Badehaus. Und da die Dinger noch zentraler gesetzt werden müssen als, als der Marktplatz. Die Felder verderben vor Trockenheit. Oh nein, wie schrecklich. Wisst ihr, was wir setzen? Zur Not setzen wir 2 Marktplätze. Aber so ist es, glaube ich, tatsächlich besser, wenn wir das so machen. Denn wir müssen die anderen öffentlichen Gebäude tatsächlich in die Mitte setzen. Das ist besser, wenn wir die nicht doppelt bauen müssen. Dann baue ich lieber den Marktplatz doppelt. Wenn das sein muss. So. Und so. Jetzt eine Frage, wie wir das anordnen. Nur ordnen wir es in solchen Riegen an oder ordnen wir es in solchen Riegen an? Warum nicht beides? So. 1, 2, 3, 4. Und so. Oh Gott, das wird Leute verwirren. 1, 2, 3, 4. Oh. So. Steuern komplett hoch. Ich überlege, die Leute hier noch aufsteigen zu lassen, damit wir direkt die Kirche schon bauen können. Da wir hier theoretisch jetzt 2 Schiffe haben, können wir ein Schiff als Köder benutzen, um Sachen zu transportieren. So. Du, lager mal kurz Holz ein ohne Ende. Setz die Vorsegel in die Wanten. Wir setzen zuerst mal einen riesigen Haufen von Pionieren. Die müssen wir erstmal nur mit Nahrungsmitteln versorgen. Und die geben uns dafür günstiges Geld. Wenn wir welche von denen später wieder einreißen müssen, dann ist das halt so. So. Und das gibt uns eine Bilanz von plus 57 noch oben drauf. Das heißt, wir machen jetzt gerade plus 8. Unser ganzes Geld kommt von hier. Hier haben wir plötzlich 90 Tonnen Holz. Einfach mal so, kurz mal eben zusammengezogen. Ankerlichten! Wisst ihr, was nehmen wir alles? Was soll's? Die Insel wird jetzt ein bisschen mit Pionieren vollgestopft. Neuen Kurs. Ein bisschen. Setzt neuen Kurs. Wie viele Hütten haben wir aktuell? Ich möchte vielleicht so auf 40 Hütten gehen, die wir bauen. 1, 2, 3, hier haben wir 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, plus dementsprechend nochmal 10 drauf, also wir kommen aktuell auf 22. Damit kommen wir auf glatte 30. Kommen wir jetzt gleich. Hier so. 36.
Und wir können dann, wir können später hier noch weitere Hütten setzen. Weitere 4. Aber das ist jetzt schon sehr viel, sehr wenig Platz, den wir dafür tatsächlich nutzen mussten. Wenn sehr viel Platz noch frei ist. Wird das alles wahrscheinlich ohne Probleme in dieser Ecke hier einfach reinstauchen können. Zur Not gehen wir auf mehr als 40 Hütten. Denn was soll es? Wir brauchen ein größeres Konto hierfür. Oh, sie haben plötzlich machen wir Geld. Aber ich nehme an, die Nahrungsmittel könnten vielleicht knapp werden. So. Denn das darf nicht passieren, dass die Nahrung ausgeht. Das ist das Einzige, was die Leute hier wirklich brauchen. Tatsächlich sollten wir es, glaube ich, häufiger machen, dass wir einfach irgendwelche komplett nutzlosen Inseln nehmen. Und komplett mit Pionieren vollstopfen. Und einfach ein paar Fischerhütten dazu. Und dann einfach Massen an Geld daraus prügeln. So, diese Massen an Geld können erlauben uns jetzt gerade erst einmal hier unsere Werkzeugproduktion wieder aufzuschmeißen. Was diese Insel auf jeden Fall kriegen wird und sollte... Zumindest vorerst eine eigene Holzversorgung. Für den Anfang. So. Ich sehe irgendwo einen Vulkanus, nachdem ich nicht gefragt habe. Kaufen wir überhaupt gerade Eisenerz ein? Nein. Sollten wir. Wir haben keins. Unsere Eisenproduktion funktioniert nicht ohne Einkauf von Eisenerz. Werkzeug haben wir hier 9 Tonnen. Keine Steine, weil die Steine leer verkauft sind, wie es aussieht. Dann können wir das gleiche sozusagen hier auch noch aufbauen. Mit einer eigenen Erzversorgung. Also, diese Insel kann ihre eigene Holzversorgung kriegen. Vielleicht noch ihre eigene Stoffversorgung. Was wir für die auf jeden Fall importieren müssen, ist Alkohol. Und den würden wir von da oben aus beziehen. Das Zuckerrohr. Jetzt holen wir die Wolle für die Stoffe. Das heißt, wir machen uns gar nicht erst die Mühe, hier so viele... Schafe aufzustellen. Ja, das heißt, Baumwolle ist natürlich... Unsere Bilanz ist gerade gesunken. Recht drastisch. Wegen der Einkaufskosten. Und der erhöhten Produktionskosten, die wir da angeschmissen haben, weil wir ganz viele Sachen wieder aktiviert haben. Okay, unser Geld ist mal wieder weg. Aber das ist in Ordnung, dafür kriegen wir Werkzeug und Stein. Du kannst übrigens erstmal nichts bezahlen, bis dein Zeug tatsächlich gewachsen ist. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdauen. Oh nein, wie schrecklich. Von hier aus können wir sogar... Na gut, Steine können wir auch von unserer Insel oben aus beschaffen, wo wir Baumaterial im Effekt herstellen. Hier können wir später unsere Baumwollplantagen aufstellen. Und mit später meine ich gar nicht mal so weit weg. Baumwolle können wir nicht. Das ist eine Sache. Das heißt, wir müssten erst noch mit Schaffarmen arbeiten. Das können wir dann aber auch von hier aus machen.
Da wir diese Insel sowieso schon für Zuckerrohr benutzen, da können wir auch erstmal Stoffe beschaffen, provisorisch. Da haben wir ordentlichen Zugriff drauf. So. So weit, so gut. Wie wär's, wenn wir den Verkauf von Steinen verbieten? An diesem Punkt, wir brauchen das Zeug selbst. Unsere Bilanz wird halt gerade durch die Einkaufskosten von Eisenerz verkrüppelt. Wie viel Eisenerz haben wir auf Tasche? Nicht viel, wir stoppen das erstmal dann. Für den Moment. Weil wir wieder viel Werkzeug haben. Das ist eine Sache, die müssen wir halt immer nur nach Bedarf einkaufen. Und der Bedarf ist jetzt gerade nicht so wirklich da. So, die Meteor. Man nehme sich mit nicht so viel Werkzeug. Wir arbeiten mit 30 Tonnen erst einmal. Tonnen Ziegel von mir aus. Und dann gehen wir hier unsere erste tatsächliche Handelsroute starten. Dazu dient, eine andere Stadt als unsere eigentliche Stadt mit Ressourcen zu versorgen. Gut, das setzt natürlich wieder Planung voraus. Alkohol und Stoffe müssen rübergebracht werden. Und eine verdammte Kirche können wir immer noch nicht bauen. Das heißt, wir werden provisorische Kapellen bauen müssen. Und schauen deswegen herausfinden, wo wir unsere ganzen Feuerwehren aufstellen wollen. Das wird schon klappen. Erstmal gebe ich hier allerdings nötige Geld aus, um die Straßenversorgung aufzustellen. Die Häuser brauchen die nicht, die Feuerwehr wird sie brauchen. Abgesehen davon müssen wir schauen, wie viel Geld wir rüber schibbern müssen. 400 und 600 müssen wir für die Schaffarm machen. Aber gerade eben ist meine Einplanung, wie wir die Straßenaufteilung hier machen müssen. Wir können hier kurz mal sehen, wie haben wir es mit dem Zuckerrohr gemacht? Das ist 10 gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 tief. 10 mal 6 müssen wir immer einrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir hier eine Achse ziehen. Nein. Wieso gerade hat sie schon, wie tief wir das theoretisch setzen können? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf. 13 wäre, was wir bräuchten, damit wir zwei direkt nebeneinander setzen können, weil wir die Straßen noch brauchen. Wie es niemals ganz glatt aufgehen kann, nicht wahr? Schafversorgung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 8 tief. 1, 2, 3. Okay, wir können das hier mit einrechnen. Nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 8. Für Stoffe. Wir müssen mit 10 mal 6 und 12 mal 8 rechnen. Für die Sachen, die wir bauen wollen. Ich versuche gerade effektiv zu sein. Merkt man das?
2, 3, 4. Das ist nicht wirklich brauchbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es fehlt immer ganz genau einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Hier haben wir die 10 zur Hand. Also wir könnten hier eine Straße ziehen. In ein Gebiet, das wir sowieso nicht nutzen können. Wir können das dann über die Keimmauern hier regeln. So. Und dann können wir das Zuckerrohr ansetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, sechs, so. Genau, die überlappen sich da, deswegen muss das so. Können den dann so hinsetzen. Wie gesagt, zuerst mal die Felder wachsen lassen, damit die Produktion schneller anlaufen kann. So.